Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Ihr seht's, wir stehen hier am Flughafen mit ganz vielen Cops und mit irgendeinem langen Ding in der Mitte. Das interessiert uns aber nicht weiter. Uns interessiert eher, wer mitspielt. Das sind nämlich einmal Aaron, Beta, Letney, Luna, Nordi, Nur 24 Stunden Racer, Snow, Spatboy und Kuru. Hallo an euch. Hallo. Hallo. Ja, ihr seht's. Wir spielen Escort the President und da sind die ganz bösen Racer. Die drei ganz bösen Racer, die ziehen sich gleich in eine Besprechung zurück, genauso wie die ganz lieben Cops. Und deswegen würde ich sagen, lassen wir die Action spielen. Unsere Limo wird hier hinten rausfahren, wird die Serpentinstraße nehmen und wird hier lang fahren und wird dann nach Molege reinfahren. Die ganzen Cops, also unsere Limo fährt da dann, ihr habt richtig gehört, fahren hier den gestrichelten hinten raus, fahren in den gestrichelten rein, fahren dann den gestrichelten Weg runter zum Offroad-Weg und fahren hier auch in Richtung Molege und hier werden wir irgendwo unsere Limo dann aufgreifen. Sollen wir mal gucken, wie schnell die Limo ist, wie schnell wir sind, müssen wir mal ein bisschen gucken, wann die Racer uns haben. Und von da aus fahren wir dann zur Flussstraße, fahren die Flussstraße lang, fahren sie hier wieder hoch, fahren die Ackerstraße, biegen an der Ackerstraße rechts ab, die Seestraße Süd, nehmen die Staubeckenstraße mit, biegen hier auf die Autobahn und düsen dann zum Festival und vom Festival aus fahren wir zum Kreisel und zurück. Und ja, wir versuchen natürlich die Umgehungsstraße zu nehmen, weil die Klippen wären sicher unser Tod bis dahin. Ja, aber dann würde ich sagen, quatschen wir auch gar nicht lange, geben das Signal zurück und dann geht's los, ne? Und damit geht's jetzt auch los. Wo fahre ich eigentlich als Durango, wenn ich keine Limo beschütze? Trotzdem, lieber Mander und Durango und die Audis von 120 bei der Leute, ich fahre 130 und komme nicht hinterher. Schon so, als hätten wir ganz normal eine Limo im Schlepptau. Nicht ganz so schnell, Leute! Habt ihr's irgendwie eilig oder so? Ich fahre hier vorne 120, Lorenz. 100 jetzt. So. Also erstmal zusammen links abbiegen und dann. Pause-Menü gegangen oder so? Oder ja, einfach despawned. Die werden definitiv denken, dass wir eine Limo dabei haben. Was ja auch der Plan ist. Also irgendwo fehlt auf jeden Fall der eine Durango. Ja, in die Serpentinstraße eingebogen. Hier fahren wir gerade Engelstriche dann. Was machen wir? Wir dürfen ja sozusagen die Aufmerksamkeit nicht auf die Limo lenken, wenn wir nach Molege reinfahren. Ich würde dann nach rechts abbiegen, so tun, als würden wir Richtung Ackerstraße fahren. Können wir machen, ja. Weil das sollte er sehen, der in der Mitte wartet, falls sie die normale Taktik machen. Und uns dann hinterherfahren, heißt die Limo hat dann... Ja, aber ihr müsst mal ein bisschen Molege. Gas geben, ne? Ich fahre hier vorne 80. Wir warten gerade auf den Durango da hinten. Ist jetzt rechts abbiegen und dann über Staudamm entgegenkommen, so ungefähr. Beta, fahren wir ein bisschen langsamer, wir haben noch keinen Racer. Ja, okay. Wollen wir nochmal zurückfahren? Nö, wir tun es so, als würden wir weiterfahren. Ach du Scheiße. Wir sollten wir eventuell. Beta macht seine Taktik. Aber dann lass uns hinten in Molege reinfahren. Ja, genau. Ich würde die Limo ungern eine ganze Runde alleine losschicken. Also jetzt links fahren. Ja, wenn das hilft. Links fahren. Und den Audi vor mir. Ich hab einen Racer vor mir. Ja. Dann trotzdem nach Molege ab über östliche, wie er jetzt Vollgas. Du hast mich nicht gesehen! Okay, dann machen wir nochmal weiter, oder was? Ja, ich glaube nicht, dass der mich gesehen hat, der ist einfach weitergefahren. Ich fahr jetzt in Molege rein. Okay. Vielleicht sieht er dich ausgerechnet nicht, das wäre natürlich voll mies. Das Haus muss ich in Molege, ne? Egal, entweder das Haus oder Startpunkt. Okay, dann Startpunkt Umrundung fahre ich jetzt so. Durango vor zum anderen Durango. Jetzt rechts, links, geradeaus weiter. Geradeaus. Ich komme jetzt gleich um die Startumrundung. Geradeaus.
Wir warten. Nein, wir fahren geradeaus. Sozusagen, wenn er um die Stadtumrunde kommt. Nein, wir wollen die Demo erst, solange sie nicht gesehen wird. Fahren wir jetzt zur Molege durch und dann über die Brücke raus. Und dann fragt sich der C-Fragen, okay. What the fuck? Ich bin jetzt hinter euch lang gefahren und ich habe einen Racer hinter mir. Ja, ich okay, alle drin. Drin. Was macht die Kamera da? Wo bist du rausgefahren, Peter? Molege Ost bin ich rausgefahren, fahr jetzt gerade Serpentinstraße Heavy? Richtung Osten. Heavy von hinten. Heavy. Warte mal, Serpentinstraße? Ja, es sind die Öffnungen. Er fährt jetzt gerade Richtung Ackerstraße. Ich fahr jetzt Richtung Ackerstraße, ja. Fährst du nicht den Staudamm hoch quasi? Nee, ich bin Serpentin raus, bin jetzt. Oh, ich hab auch noch einen. Okay. Warte mal. Also ihr fahrt auf jeden Fall Richtung Ackerstraße, Planänderung Ackerstraße. Ja, dann von der Ackerstraße, Flussstraße. Ja, das wäre ein Hammer. Also. Den habe ich mal begrüßt. Warte, ich setz mal neben dir. Jetzt habe ich alle drei Racer bei mir übrigens. Gott, hat er sich Felgen drauf, der Hammer. Und wieder dieser Mini als Scout. Ackerstraße bin ich jetzt hochgefahren. Ja, du musst mich auch zurücklassen, mein Freund. So, Nummer 2. Da kommt einer von vorne. Mit einem Extreme E, der backt einfach auf mir drauf. Perfekt. Links abbiegen. Extreme E, oder? Ja, okay, der hat Motorsound. Das ist der eine Problem. Andere Durango muss mal rechts von der Limo. Einer rechts und einer links. Rechts. So muss ich jetzt, hier links. Rechts, ne? Rechts, 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 rechts. Das wird hier unten auch noch bekommen. Achso, ja, stimmt. Ja, 800 Punkte in der Driftzone. Wo seid ihr denn eigentlich, Grüner? Ich sehe nur Racer. Wir sind also alle bei dir. Durango. Anschieben. Audis von hinten auch anschieben einfach, weil die dürfen nicht ausbremsen. Wir machen jetzt. Anschieben. Nee, anschieben darf nur Durango. Ja, halt hinten nach einem Knäuel. Das ist kein Fisch. Starthilfe geben darf nur Durango. Peter, du musst mal bitte organisieren, dass du mal wen nach vorne kriegst, glaube ich. Ich hab gerade keinen vor mir. Ja, deswegen muss man Namen sagen, wer nach vorne fahren soll. Sagen. Na, ja, Audis vorne und wir könnten natürlich auch schauen, ob wir hier mal einen Racer-Test setzen können, so nur so. Ja, aber hier, nicht unsere Limo dabei. Okay. Danke, Audi. Schön. Jetzt muss ich links, richtig? Nee, rechts. Nee, geradeaus. Achso, also geradeaus. Hat mich einen halben Motor gekostet. Ist okay. Ich lass mich doch wieder zurück. Wir wollen uns nur zerstören. So wie die reinhalten. Ja, ist ja legitim. Ihr macht das aber gut. Ich kann hier ganz entspannt fahren. Wenn ihr auf uns gehen, ist ja besser als auf Limo. Hier irgend zwei Audis müssen mal nach vorne. Ja, mein Audi ist leider schon so mitgenommen worden, weil ich hier hinten versuche die ganze Zeit aufzuräumen. Ich fahre nach vorne, versuche ihn dann eine Camaro nach vorne. Audi. Ja, ich bin bei 65 Motor. Ihr macht das perfekt. Ich hab 56 Motor. Peter, ich bin rechts. Ich bin links. Ich von vorne muss jetzt gleich das. Ja. Aufs Gewicht hin. Kann man mit Litney. Was du hast. Ich versuche mit Camaro zu beschäftigen. Hey, sorry. Ich störe mal den. Oh, sehr Heavy. Schön gemacht. Bitte. Ich störe mal den Heavy, dass er einfach nicht entgegenkommt. Aber der hat Mittelmotor, oder? Ist egal. Ja, der kommt von hinten wieder. Letty, mach mal ein bisschen Platz. Ich muss weiter nach rechts. Danke. Okay. Jetzt müssen wir neben der Limo bleiben auf der Brücke. Jetzt hat er nicht mit Geschwindigkeit. Ja, Heavy. Ja. Ein. Sehr gut. Ja, ich komm durch. Okay. Perfekt gemacht. Ich stehe noch. Boah. Chip.
Die Limo fährt vorne allein, ich beschäftige den Heavy, kann da mehr aufschließen. Ja, yep, ich bin unterwegs. Der Mini ist vielleicht zurückgesetzt, kann das sein? Ab wie viel Motor ist noch raus? 90. Muss ich jetzt geradeaus? Ja. Du kannst doch links nochmal am Flugplatz vorbeifahren. Geradeaus. Ah, perfekt. Perfekt. Wo ist die Limo? Wo ist die Limo? Ein Racer hat mich gerade weggeschoben, dass ich nicht frontal getroffen wurde. Warte mal, was? Geradeaus, geradeaus. Schön gemacht, danke. Bitteschön. Dreh die einfach weg, die Racer. Die haben überhaupt keinen Grip. Ja, die Kleine nicht, nein. Weil die Limo ist schon heftig. Die hat halt gut Grip. Weiß ich, da kommt einer. Ja. Oh, was war das? Soll ich vor, Maro? Fahrt mal bitte die Durangos nur ein bisschen hinter mir, nicht direkt neben mir, damit und ich jetzt, Platz zum Ausweichen habe. Und jetzt habe. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen? Rechts abbiegen. Okay. Ja, oder, also, nee, wir können auch geradeaus, ja, wir können auch geradeaus. Such du es dir aus. Geradeaus wäre vielleicht noch nicht so schlecht. Wenn die Autobahn der Heavy ist noch da, aufpassen. Schieb mal, Lenny, schieb mal. Und aufhören zu schieben. Danke. Ja, sehr schön. Von hinten kommt noch der Offroader. Oh, warte, Nicht alle hinterher, nicht alle hinterher. Ja, hier ist es nicht mit tief genug. Der Mini ist zurückgesetzt, Und ein Kopf auch, aber der Mini ist zurückgesetzt und war eigentlich das zweite Mal. Warte, ich kann jetzt nicht rausfahren, da ist zu Ende, ne? Der Mini ist links, links. Der Mini müsste raus sein. Und ein Durango aber auch, egal. Nee, wir sind Durango. Weil der ins Wasser ist, oder? Ich war nicht weit genug im Wasser. Gesetzt. Mini vorne, Mini vorne, Mini vorne, okay. Mini vorne. Kamara von hinten. What? Sehr gut gemacht. Hammer von vorne. Oh ja, am Camaros. Was hat denn die 21-2 und nee, zur Seite. Nicht danke. Der eine schnelle von denen ist noch hinter dir, Limo. Jetzt geradeaus durchziehen Richtung Festival. Mhm. Kann mal einer von den Rangos den Schnellen weghauen? Ich wollte den an die Wand schieben. Vorsicht, das Tor, das Tor. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, der hat überhaupt keinen Griff gegen mich. Okay. Der schiebt mich eher noch an, ich kann vom Gas runtergehen. Ich glaube, der Scout kommt von hinten. Oder versucht es zumindest. Oh, ich bin zu schnell. Ja, da kommt was Pinkes angeflitzt von hinten. Ich geb dir mal Rückendeckung. Paket ist schon wieder. Aufpassen, du bist der Lied. Ich. Ja. Heavy portet wo sich ist, vor. Wo Heavy ist das? Im Festival wahrscheinlich. Festival. Direkt im Festival, ja. Kannst du mir sagen, ab wo genau? Nein, ich hab's nicht auf der Karte aktiv. Letni? Nein, hab ich auch nicht. Ich geh kurz auf die Karte, mach mir die Dings an. Ich komm mir vor, das ist links vom... Fahr beim Dragstrip. Beim Dragstrip genau. Ist das. Also wenn wir rechts und rechts halten, dann sollte uns nichts passieren. Wenn wir weiter links fahren... Jo. Nee, ich komm nicht durch. Ich port mich hinter... Nee, ich... Baut mich nicht hinter, ich fahr außen rum. Ich fahr wieder raus erstmal. Ja, also ich umfahr jetzt das Arcade, also fahr jetzt dafür querfeld ein, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Der Mini ist raus, Mini ist festgesetzt. Jupp. Mhm. Der ist jetzt das zweite Mal raus, weil der hat sich ihr fahrt den langen Weg hinten rum, ne? Nicht Dragstrip, oder? Wir sind immer noch vor dem Festival. Ich brauche mal den Festival. Festival, Eingang ist frei. Ja, ich kann nur danach auf euch warten. Ja. Es sei denn, mir sagt, wer die Zeit. Ich bin raus. Alles gut. Ich bin raus. Wie lange noch der Horizon Arcade? Warte, ich kann es dir sagen. Gut gemacht, Lorenz. Noch 47 Sekunden. Ja, kannst rein, nein. 7 Minuten 38 geht das los. Komm rein. Wo fahrt ihr hin? Der Hammer ist hinter der Limo. Nach links, nördlich vom Flugplatz lang, Richtung... Oh, ich bin zu schnell. Oh, meine Reifen sind voll im Eimer. Umgehung, ne, Peter? Ach, ich fahr einfach da die Klippen durch. Meinst du? Ja, die haben so keine Chance, mich wegzuschieben. Okay, also komplett weg, also die haben niemanden der Offroad mehr rein. Ja, wir sind aber auch schon ein bisschen dezimiert, ne? Alles klar. Wenn Letni, lebst du noch? Durangos haben ein Audi, haben ein Camaro. Ja, dann rechts und links jetzt. Ist raus. Das
wurde überschlagen beim Festival irgendwie. Ich wurde am Rand. René, gib mal Gas, nicht bremsen, René. Du hast mich gerade ausgebracht. Gas, 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 Gas. Weg, René, weg, weg. Nach links. Ein Durango, den Hammer. Nicht anschieben, Durango. Das ist Offroad. Wo ist die Limo? Offroad, Leute. Ja, aber das ist halt. Die Limo ist der. Nee, das hat auch nichts mehr mit Angriff zu tun. Wenn du 15 Meter im Offroad bist und der dich gegen die Steine schieben möchte, dann hat das nichts mehr mit Offroad. Solange die Steine das Ziel sind, passt es doch. Aber jetzt hat. Ja, und fahr das nicht. René. Hol uns weg, weg, weg. Ja, ich hab keine Reifen. Ich tu mal nicht. Alles gut, alles gut. Einfach nur nach hinten, nach hinten, nach hinten. Ja, hab ich. Audi, weg! Nicht so weg. Willst du nicht mal geradeaus fahren? Willst du nicht fahren, bitte? Ich werde hier nur noch gerade von irgendwelchen Cops durch die Gegend geschwommen. Jetzt komme ich durch. René, fahr, danke. Und gerade durch. Und wir sind doch. Verdammt. Was an Reifen? Let's go. Jetzt noch die Brücke überleben. Sind nur noch zwei. Ach verdammt, ich dachte, ich kriege hier nochmal gebrake-checkt. Weder, du bist so schnell, glaube ich. Nö, ich war 110. Hat sich der Schnelle eigentlich schon mal resettet? Der Schnelle ist raus. Der Mini ist noch dran. Der Mini ist dran. Ja, der Mini ist komplett raus, aber der. Ja. Toll, den Hammer kriege ich nicht gedrückt. Mhm. Ja, der Hammer ist OP, das kannst du nichts zu sagen. Wird verboten. Alles wird verboten. Ich kann mir nur vorstellen, Aaron sitzt in dem Ding, jedes Auto, was Aaron mal in der Folge gefahren hat, wird danach verboten. Wie wär's, wenn wir einfach alle den auf den Hammer uns konzentrieren und der Camaro macht ja wenig, der Limo. Okay. Wäre so mein Gedanke. Ich schieb die Limo mal. Wo soll's lang? Hammer. Hammer festsetzen! 1, 2... Durango! Bei mir ist er geghostet. Oder du hast da weggedrückt. René. Jeder Camaro, egal, einfach nur gegen Hammer schieben. Weißt du, Durango ist jetzt beide rechts und Hammer links schieben. Ich bremse, holt ihn euch. So, jetzt Gas, du rüber. Kommt der Hammer mit? Ja, der Hammer kommt mit, ja. Ich habe ihn ein bisschen abgehalten. Lass nicht mehr vor. Oh, okay. Limo und Durango sind runtergeflogen. Alles gut. Ich lebe noch. Geh mal Hammer rum. Na, muss ja nicht. Let me. Die Reifen sind tot. Wie sieht's motormäßig aus, Peter? Och, alles entspannt. Ich komm noch vorwärts. Alle auf den Hammer auch konzentrieren? Nein, eher auf den Caddy jetzt. Wirklich macht der Problem auch. Den Chevy, meine ich. Danke, let me. Ja, sauber gemacht. Wir werden Hammer fernhalten oder jetzt, wo du wieder Schwung hast. Nein, eigentlich irgendwie den Caddy vor mir weg. Okay, 1, 2. Zurück ist rausgefahren. Ich bin jetzt gerade mal halb den Berg runter, ich komme gleich wieder hoch. So, kümmert euch mal da jetzt da vorne drum. Ja, die stehen hier gerade mehr oder weniger. Ja, weil die Limo noch. Ja. Ja. Den Hammer da irgendwie. Ja, sehr schön, das war eine gute Lücke. Jetzt bin ich durch. Ich bin raus. Ja. Und ich bin durch. Sauber. Ja, das war aber. Ja, ist geschafft. Ist durch. Leute, wir haben es geschafft. Wie viel Motor hast du? 46. Ja.
24. Das war aber nur die Brücke, also ich hatte davor ab 9 bis dahin. Ja, aber dann geht doch eine sehr erfolgreiche Runde für die Cops bzw. für die Limo zu Ende. Und ich würde sagen, guckt auf jeden Fall in die anderen Sichten rein. Und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und damit würde ich sagen, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.